Welche Außenfarbe gibt es bei unseren Pössl-Fahrzeugen? Welche Innendekore gibt es? Welche Sitzpolster gibt es? In diesem Video zeige ich dir alle Möglichkeiten, die du hast. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Matthias Klein vom Pössl Center hier in Metzingen. Die Niki ist schön weiß und genauso schön weiß und ohne Aufpreis als Grundfarbe ist die Farbe von unseren Pössl-Fahrzeugen. Dann gibt es viele verschiedene Grautöne und Schwarz. Und wie die Grautöne genau aussehen und wie die heißen, zeige ich dir jetzt. Unsere Kastenwagen gibt es ja alle auf Peugeot, Citroën und Fiat. Die kommen aus dem gleichen Werk. Diese Chassis sind in den gleichen Tauchbädern drin, muss man sich auch so vorstellen, dass diese Chassis, wenn die fertiggestellt sind, erstmal in ein Tauchbad kommen und ihre Lackierung kriegen. Und bei Fiat und Citroën Peugeot haben die jeweils unterschiedliche Namen, diese Lackierungen, sind aber dieselben. So heißt diese Lackierung hier, der schöne, dunkle, matte, graue Ton bei Citroën oder bei Peugeot heißt Thunder Grey und bei Fiat, wie gesagt, dieselbe Farbe heißt Lanzarote Grau. Und hier die beiden Fahrzeuge, die habe ich auch in einem dunklen, grauen Ton, sieht ähnlich aus, aber das ist eine Metallic-Lackierung. Hier habe ich den Citroën, hier habe ich den Fiat, hier habe ich den Citroën. Und bei Fiat heißt dieser graue Metallic-Ton, so dunkles Anthrazitgrau, heißt hier Grigio Ferro Metallic. Und bei Citroën oder Peugeot heißt es einfach auf gut Deutsch Eisengrau. Und hier habe ich ein sehr helles Grau, so ein bisschen Mausgrau, aber es heißt nicht so. Hier habe ich auch an dem Fahrzeug die Stoßfänger mitlackiert. Da sieht man das schön in dem hellen Grau. Das ist jetzt der Peugeot. Und bei Peugeot und Citroën nennt sich dieses helle Grau Expeditionsgrau, weil vielleicht die Expeditionsfahrzeuge so aussehen. Expeditionsgrau. Und bei Fiat heißt dieses Grau Campovolo-Grau. Und hier habe ich jetzt nochmal ein helles Grau. Allerdings eine Metallic-Lackierung und diese Metallic-Lackierung hier auf dem Citroën heißt Artense-Grau und bei Fiat heißt, man glaubt es kaum, auch Artense-Grau. Und hier habe ich ein Prachtexemplar stehen, das ist die Farbe Schwarz. Bei Citroën Peugeot nennt sich das Graffito-Grau Metallic in Klammer Schwarz und bei Fiat nennt sich das Schwarz-Metallic. Das ist nicht nur deshalb ein Prachtexemplar, weil es so schön schwarz ist. Es ist auch deshalb ein Prachtexemplar, weil kein Dekor drauf ist. Das gefällt mir persönlich gut. Und weil er so schöne große 18 Zoll Felge drauf hat, auch in schwarz matt. Das sieht schon richtig gut aus. Auch die Front hier von dem Fahrzeug sieht gut aus mit dem schwarzen Kühlergrill. Das kann man bei Fiat mitbestellen. Und dann kommt so was Schönes dabei raus. Und wenn ich mit dem irgendwo in der Stadt stehe, da denkt erstmal nicht jeder gleich dran, dass es ein Wohnmobil ist. Natürlich hat es auch die Markise drauf und so. Da sieht man es, wenn man genau guckt, schon, dass es ein Wohnmobil ist. Aber so an sich sieht es aus wie ein schwarzer Kasten halt. Es gibt die Möglichkeit, immer bei einer Neukonfiguration das serienmäßig bei der Kunststoffstoßstange zu belassen oder dann die Stoßfänger vorne mit zu lackieren in Wagenfarbe, so wie hier in Weiß. Das sieht schon auch gut aus. Ich empfehle unsere Kunden immer eher zum Kunststoffstoßfänger, weil der ist unempfindlicher. Und es kommt oft vor, so im Campingalltag auf dem Supermarktparkplatz, wenn ich mal rückwärts, vorwärts an die Büsche dran fahre oder auf Stellplätzen oder mal in Schweden, wenn es da heißt, dahinter können sie parken und dann fahre ich zurück und das sind dann auch irgendwelche Sachen, wo ich eher dran hängen bleibe, so Holzzaun oder so, wenn ich da ein bisschen dagegen stoße, da ist eine Kunststoffstoßstange ganz unempfindlich und wenn ich eine lackierte Stoßstange habe, da sehe ich dann gleich, wenn ich da an einen Ast dran gefahren bin oder so, das verzeiht einem das nicht. Aber Kunststoff ist da ganz unempfindlich. Und welche Innendekore wir ab dem Modelljahr 24 in unseren Pössl-Fahrzeugen haben, das zeige ich dir jetzt. Es gibt viele Fahrzeuge aus der D-Line. D steht für Detlefs, von Detlefs ausgebaut. In Isny werden die Fahrzeuge ausgebaut und alle D-Line-Fahrzeuge haben ab dem Modelljahr 24 dieses Dekor. Das nennt sich Elegance-Ausführung. Elegance, elegant, so sieht es auch aus. Schöne weiße
Schrankdekore hier, Schrankflächen mit diesen Griffen dran, ein schöner weißer Tisch mit Holzstruktur drin und hier an der Küche ist das wieder aufgenommen in der Arbeitsfläche, zumindest das, was von der Arbeitsfläche noch da ist, aber ich kann die ja auch hier in dem Modell da erweitern mit dem Schrank, mit der Ablagefläche und das zieht sich hier hinten durch, ums Bett rum, am Bett, überall habe ich dieses schöne helle Grau in Kombination mit dem weißen Glanzlack. Und das hier, das ist die Wohnwelt Timeless, das ist Serie in allen D-Line-Fahrzeugen. Das Sitzpolster hier nennt sich Silver. Ich sitze jetzt gerade im Tuwin R Plus und in allen Plus-Modellen ist dieses Polster mit in Serie drin, in allen Plus-Modellen. In allen anderen D-Line-Modellen, D steht für Detlefs, von Detlefs ausgebaut, da ist das Polster optional erhältlich. Und diese Wohnwelt, diese Sitzbezüge in diesen D-Line-Fahrzeugen, die nennt sich Marei. Hier habe ich einen grob gewebter Stoff, schön eingerahmt mit dem braunen, dunkelbraunen Velourleder. Das ist auch schön abgestimmt hier, diese Wohnwelt Marei, auf die Elegance-Ausführung. Und als vierte Wohnwelt in den D-Line-Fahrzeugen gibt es die Limette. Auch da habe ich außenrum das Velour in einem schönen dunkler Grau und in der Mitte ein fein gewebter hellgrüner Stoff. Hier bin ich jetzt im Summit 600 Plus und hier habe ich das Holzdekor Eiche Kupfer Bora. Und wenn man genau guckt, dann sieht es ganz ähnlich aus wie die Elegance-Ausführung in den D-Line-Fahrzeugen. Aber die Summits, die kommen ja aus einem anderen Werk und dort nennt sich dieses Holzdekor Eiche Kupfer Bora. Diese Eiche Kupfer Bora Ausführung, die habe ich auch in meinen Vario Modellen, in meinem Tuwin Vario, in meinem Vario 545 und in dem Concorde Compact. In dieser Eiche Kupfer Bora Ausführung, da habe ich immer hier das graue Möbel und abgesetzt dazu meine Schrankflächen hier mit einem matten, dunklen Weiß, gibt es dunkelweiß, so cremeweiß und hier so ein schönes dunkles Grau als Zierstreife mit drin, beziehungsweise hier der schwarze Zierstreife schön abgesetzt zueinander und auch immer diese Griffe. Hinter dem Griff, da ist so eine kleine Klappe, die drücke ich runter, so dass ich dann den Schrank entsprechend öffnen kann. Und der Tisch und die Arbeitsfläche an der Küche, das ist immer dieses melierte Grau. Jetzt bin ich in einem H-Line-Fahrzeug mit hohem Dach und die H-Line-Fahrzeuge, die Varios und die Summit-Fahrzeuge, die haben als Seriensitze diese Captain Chair-Sitze drin. So nennt sich das, Captain Chair, innen auch ein fein gewebter Stoff, schön abgesetzt dazu, außen und hier an der Kopfstütze mit einem dunkelbraunen Stoff. In den Summit-Modellen, in den normalen Summit-Modellen, es gibt ja auch noch andere Summit-Modelle, nämlich der Summit Shine und der Summit Prime, da ist es anders, aber in den normalen Summit-Modellen, da habe ich als Serienpolster Captain Chair, haben wir schon gesehen, und als Option noch zwei andere Optionen, nämlich das Polster Mindoro, so wie hier. Hier der weiße Streifen drin, ein komplettes Stoffpolster, auch die Armlehne hier in Stoff gehüllt und als dritte Option bei den Summit-Modellen, Hammer, und das zeige ich dir jetzt, das Samba-Polster. Das Samba-Polster, das ist außen ein dunkles Velour, innen auch ein grob gewebter Stoff. Das gefällt mir persönlich am besten, vielleicht auch, weil ich es in meinem eigenen Summit drin habe. Meine drei H-Line-Modelle, der Tuwin Vario, der Concorde Compact und der Vario 545, die haben alle dieses Holzdekor hier drin, das Eiche Kupfer Bora, und die haben auch die Sitzauswahl von dem Captain Chair Serienpolster oder dem Samba, so wie hier, eben wie in den Summit-Fahrzeugen, oder dann dem Mindoro Stoffbezug. Hier bin ich jetzt im Summit Prime. Der Summit Prime, der hat ein schönes Beleuchtungskonzept. Hier ein hinterleuchtetes Baldachin. Dann hat er immer in allen Prime-Modellen dieses schöne dunkle Holz mit dem Kontrast, diese Schrankflächen, auch diese Metallöffner hier, die ich wieder so öffne, dass ich hinter einmal dagegen drücke und das dann auf und zu mache. Diese Alu-Optik bzw. Chrom-Optik vielmehr hier hinten
auch diese Leuchten hier in Chromoptik. Noch einmal hier die weißen Fensterrahmen, übrigens natürlich auch schön hinterleuchtet in dem Prime-Modell. Hier das dunkle Holz dran und auch hier ein schöner dunkler Tisch, Anthrazitgrau mit Struktur drin. Das in alles in allem nennt sich Palisander-Ausführung. Und wie gesagt, das ist immer in dem Prime mit drin. Und auch hier in diesem Summit Prime hast du, wenn es um die Polsterauswahl geht, die Möglichkeit, die Original Captain Chair Sitze zu kriegen oder die Mindoro Sitze, komplett aus Stoff, aus dem Stoffbezug, oder dann, so wie hier, und das finde ich passt am besten zu dem dunklen Holz, die Samba Ausführung. Und jetzt bin ich hier im Summit Shine und in allen Summit Shine Modellen habe ich das Holzdekor Mokka drin. Das ist hier ein dunkles Grau. An den Schrankflächen oben, hier gibt es auch mehrere Farben, einmal wieder die Chromoptik, der Chromstreife und hier das dunklere Holz mit drin. Und hier oben habe ich ein sehr helles Grau. Wenn man genau guckt, ist da eine Struktur. Und was die Summit Shine Linie nochmal besonders macht, sind hier die Leuchtstreifen. Wenn ich die einschalte, einmal oben, einmal unten, dann sieht man schon schön, wie hier in den Schrankflächen und oben, wie das hinterleuchtet ist mit den LED-Leisten. Das macht natürlich hier eine schöne Stimmung. In allen Summit Shine Modellen habe ich immer diese Shine-Sitzbezüge. Einmal ist hier Shine mit eingewebt. Ich habe ja auch immer die Option, eine Doppelsitzbank hier zu bestellen oder den Einzelsitz, wo ich jetzt drauf sitze. Oder so wie jetzt in diesem Fahrzeug hier ist der vierte Sitz optional dran. Der geht ein bisschen weiter in den Gang rein. Normalerweise lasse ich den weg und wenn ich dann doch mal zu viert unterwegs bin, dann baue ich den dran. Wenn ich den nicht mit dabei habe, dann habe ich hier natürlich umso mehr Platz. Und das alles sind diese schönen Shine-Sitze, auch hier an der Sitzbank. Mit einer Vertiefung hier so Stützen mit dran, Lordosestützen nennt man sowas, glaube ich. Und da kann man natürlich auch hier auf dem Einzelsitz schon sehr gemütlich sitzen. Und hier bin ich jetzt im Roadcar, in dem letzten Modell der Pössl-Familie. Der Roadcar, der hat immer das schöne helle Holz, das macht das Ganze sehr wohnlich. In Kombination mit den weißen matten Schrankflächen. Das zieht sich einmal komplett hier hinterherum, die Schrankflächen hinter über den Betten rechts und links. Mein Tisch, mein Holzboden und meine Arbeitsfläche, die ist immer in dem dunklen Anthrazitgrau mit der Holzstruktur und die Sitze. Das ist immer dieser Captain Chair Sitz. Die Roadcars, die gibt es immer genau in dieser Kombination. Helles Holz, weiße cremige Schrankflächen und dieses schöne Sitzpolster. Das sind unsere Dekore, unsere Sitzpolster, unsere Innenausstattungen. So sieht es in den Pösseln drin aus. Habe ich vorgestellt, wie es im Aufstelldach aussieht? Ja, extra im Video. Links oben verlinke ich dir, wie es im Aufstelldach drin aussieht. Wenn dich das interessiert, wie es im Aufstelldach aussieht, wie das in live aussieht vor Ort, wenn die Sonne so schön drauf scheint wie auf den Roadcar, dann komm zu uns in unsere Ausstellung ins Pössl Center. Wir haben alle Möglichkeiten, die es beim Pössl, bei Pössl-Fahrzeugen gibt, die haben wir hier. Wir zeigen es dir gern, da kannst du es vergleichen, da kannst du Probe liegen, da kannst du das Ganze auf dich wirken lassen. Wenn du dann mal da in aller Ruhe drin sitzt und das anguckst, komm einfach bei uns vorbei. Wir freuen uns auf dich.